Hast du das gesehen? Das ist eine Bäckerei. Hallo, wenn die Lebensmittelbehörde kommt. Okay, als nächstes fahren wir zu Eugene, Porzellanladen auf der Tallow. Okay. Ist er noch nicht tot? Fast. Hab gehört, sein Neffe hat übernommen. Wir fahren jetzt zum Eugen. Eugen, wir kommen. Der Typ, dem der nächste Laden gehört hat, Tom, der heißt nicht Eugene. Das ist ein Chinese. Aber er klingt wie Eugene, also haben wir ihn so genannt. Lastkraftwagenfahrer. Nee, nee. 1927, glaube ich. Ja, war zum Schreien. Danach gab's nie wieder Probleme. Wenn du genau hinsiehst, siehst du noch das Blut. Der arme Kerl hat es nicht weggekriegt. Ah! Wir kassieren bei einigen von ihnen ab, um die Banden von Chinatown zu erinnern, dass uns die Stadt gehört. Aber Eugenes Neffen kennen wir nicht. Vielleicht müssen wir ihn überzeugen. Es gibt hier keine Regeln, oder? Die fahren einfach, wann es ihnen gerade passt. Der ist einfach losgefahren, während der Truck im Weg stand. Truck, Truck. Mach ich das jetzt auch? Scheiß auf Verkehrsregeln, Bitch. Vollgas! Oh nein, da ist ein Polizist. Chinatown! Was glaubt ihr, wie mein Hintern riecht? Weg da. Bin Mafia-Mann. Nach Kaka? Na, Melone kommt schon nah ran. Das sind so Parkspuren, oder? Was sie da rechts da so haben. Ich kümmere mich drum, Sam. Bist du sicher? Ich bin sicher. Nach Bubblegum, wie Hubba Bubba riecht mein. Kümmert sich allein um den Laden? Ah, wenn Polly geladen ist, muss er allein etwas Dampf ablassen. Man muss ihn einfach machen lassen. So ist er eben. Es geht manchmal eh gleich was schief, wetten? In seiner Stimme. Kokosnuss, nee, Kokosnuss mag ich nicht. Geben. Hält ihn glücklich. Ich will auch glücklich gemacht werden. Ja, Eugenes Neffe hat gerade nicht viel Spaß. Dann gibt es kein Halten für Pauli. Wir haben mal einen Schneider in Holburg in die Mangel genommen. Ein Eichhörnchen fort. Jetzt im Rollstuhl. Nein, Kokosnuss. Schlecht. Ich bin eine Dame. Ich bin eine Dame. So musst du mal als Frau durch die Stadt laufen, wenn ein Kerl kommt. Nicht I have a boyfriend, sondern ich bin eine Dame. Da kommt er. Er arbeitet schon. Bin der einzige Schwule im Dorf. Ich bin eine Dame und dann auch noch so eine hässliche. Gut, erledigt. Fahr, bevor die Bullen kommen. Wir fahren zu Bill ins Motel. Wir haben das Geld von Eugenes Neffen nächste Woche. Plus Bonus. Ich bin eine Dame. Es geht ihm gut. Und die Ladentheke? Ja, hat ein bisschen Sauerei abbekommen. Viel Sauerei? Ja, kriegt er schon weg. Sobald er wieder stehen kann. Ich bin eine Dame. Was soll das? Es geht nicht. Willst du wieder mit uns los, Tom? Ja, Mann. Dann gibt's noch mehr Geschichten über chinesische Neffen, die ihr eigenes Blut von Ladentheken schrubben. Boah, jetzt fahren wir mal richtig schnell. Nicht kompliziert? Wie meinst du nicht kompliziert? Weiß nicht. Scheint euch keiner. Boah, wir fahren 60. Könnte mir also auch liegen. Boah, 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 boah. Also könnte das jeder machen. Mehr als 60 geht nicht, weil jetzt geht's bergauf. Dann kommst du und denkst, du weißt schon alles? Das meine ich nicht, Sam. Ich... Das ist dein sind aber MPH, darf man nicht vergessen. Du weißt noch nicht, was sind keine KMH. Sam, vielleicht solltest du... Nein, Pauli. Dieser Penner glaubt, er kann den großen Mann markieren? Typen wie ihn mache ich fertig. Ich glaube, du solltest dich entschuldigen, Tom. Entschuldigen, hä? Würde ich ja, wenn du dein beschissenes Grinsen besser verstecken könntest. Du hast ihn gekriegt, Sam! Du hast ihn! Ich konnte deine volle Hose von Weitem riechen. Nee, konntest du nicht. Bei Little Tonys erster Runde mit uns habe ich ihn klein gekriegt, bevor er mich durchschauen konnte. Ja, du hast dich besser geschlagen. Wir fahren hier voll durch die Pampa, Alter. Voll toll. Schau mal, voll schön hier.
Wow, fehlt ein bisschen an Rendern, aber... Ich hasse es hier draußen. Ich nicht, ich finde es schön. Boah, wie schnell die hier fahren. Hier, das ist schlimmer. Ich fahre Fullgas, Alter. Laden auf unserer Liste. Hier draußen ist der sicherste Ort für Geschäfte. Ich krieg den nicht, der ist schneller als ich. Für fast alles, was wir machen. Gehen mit dem. Der Ort hat einen Haufen Kohle. Der Kerl schuldet uns viel. Wenn er es nicht hat, wird der Boss sauer. Ja, der Laden verdient gut. Oft scheffeln die Läden die meiste Kohle, von denen die meisten Leute das gar nicht erwarten. Das Motel hat seit kurzem eine neue Einnahmequelle. Letzter Stop vor Lost Heaven für Rum aus Kuba. Die fahren damit so weit? Natürlich. Und deshalb können wir so viel Geld dafür nehmen. Bills Motel ist zum Umschlagplatz für das Zeug geworden. Salieri bewacht es, aber er lässt es auch die anderen Familien benutzen. Sogar Morello? Des Friedens willen? Klar. Und es ist so weit draußen, dass es niemanden juckt. Solange alle hier. Ich will die einfach brabbeln, gell? Die brabbeln die ganze Fahrt über. Finde ich toll. Muss ich nicht so viel reden. Scheiße, genau jetzt hören sie auf. So ein Mist aber auch. Vermisst noch irgendjemand den Anblick der Straßen und Gehsteige? Nö, eigentlich nicht. Ein großer Naturbursche, Pauli. Ich finde es hier voll schön. Gar nichts. Drinnen, draußen, in der Stadt, außerhalb der Stadt. Ich hasse es hier. Als würden wir auf einem Feld Fusel handeln oder sowas. Man steckt immer knietief in der Scheiße. Und aber Mafiosis reden immer, das sind Italiener. Die labern immer. Du kannst alles erledigen, was Pauli hasst. Für die Familie labern die immer. Meine Augen brennen, ich bin müde. So, vom Gas runtergehen, weil hier muss man jetzt abbiegen. Okay. Oh, da war ein Motorrad. Wir sind da. Endlich. Oh, ich will mir auch ein Motorrad klauen. So, hallo, ich bin hier, um euer Geld zu holen. Oh, perfekt geparkt. Warte hier auf uns, Tom. Wir sind gleich zurück. Okay. Jetzt geht was schief. No smoking. Natürlich. Ich bin Mafia, Alter. Ich ignoriere Schilder. Boah, ich bin ein echter Gangster. Tom! Tommy, ich hab was... Oh mein Gott, Pauli! Sag Salieri, der Laden gehört ab sofort uns. Capisch? Komm bloß nicht zurück. Sonst geht's hier noch schlechter als deinen Freunden. Oh, Sam. Sie wollen Informationen aus ihm rausprügeln. Du brauchst einen Arzt. Das kann warten. Hol Sam da raus. Alles klar. Sammy Boy! Okay. Okay, warte hier. Ich mit meiner Frauenknarre, Alter. Bam, 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 bam. Komme ich da auch irgendwie heimlich rein? Wer hat die Autos zerstört? Ich will einen Arm. Herbert. Hoover. Komm schon, ich weiß, dass du es warst. Einer deiner Freunde. Gib mir einen Namen und gleich. Er ist voll der Feind. Gut. Da furzt einer, hast du gehört? Hier ist sogar Munition. Kann ich eigentlich speichern oder speichert der immer von alleine? Der scheint immer von alleine. Ich mach mal bei der die Musik einen Ticken wieder lauter, weil man das Radio dann auch nicht hört. Okay, hier komme ich wohl nicht rein. Hier, das sieht verdächtig aus. Wie mein Penis, der ist auch klein und fein. Da ist ein Feind. Oh, ist voll Splinter Cell hier. Ach, ich kann den Revolver tauschen. Nein, brauche ich nicht. Ich schaue mich hier schnell um, ob es irgendwas zum Sammeln gibt. Müsstest du sehen, um es beurteilen? Nee, das musst du
Deine Fantasie muss das. Ui, da liegt was Großes. Ui, eine Schrottflinte. Nice, Scheiß. Gut, dass ich mich umschaue. Eine Flinte, die Schrott ist, kann man immer brauchen. Aber so wie ich ziele, sind Schrottwaffen immer die besten Waffen. So, wie komme ich jetzt da runter? Alles klar. Da ist noch was. Hey! Hey! Hier drüben! Das war dumm, ich hab den beim Scheißen gestört. Das war gar nicht das, was ich wollte. Mist! Hab den einfach beim Kacken gestört. Ah, da stinkt jetzt bestimmt nach Melone oder Kokosnuss. Keiner mag Kokosnuss. Kann ich nicht auch schneller Waffen wechseln? Bin einfach fast tot. Schnell Heilung! Sehr gut. Ist da auch wieder einer beim Kacken? Nein, da sind Teppiche drin. Teppiche mit K. Schau mal, ich habe sogar Blut verloren. Krass. So, ein bisschen sneaky. Roberto Gelotti. Vor Präsident, Alter. Scheiße, es war daneben. Auf jeden Fall war da schon mein Aim Assist. Habe ich schon gesehen. Ich muss fast nichts machen beim Zielen. Das ist gut. Ich habe einfach Ultra Aim Assist. Schade, ich hätte das auch leise haben können, wenn ich den einen nicht beim Scheißen gestört hätte. Der hat's einfach verkackt. Im wahrsten Sinne des Wortes hat der es mir verkackt. So, Sam. Ich bin hier, um dich zu retten, Sam. Sam. Die haben dich wirklich in die Mangel genommen. Naja, geht. Der andere hat eine Schusswunde. Ich glaube, dass das schlimmer ist. Komm schon. Du schaffst das. Hauptsache, es funktioniert, sagt sie. Heieiei. Er funktioniert sogar gut. Oh nein! Boah. Oh, Scheiße. Wer hat das Geld, Tom? Ja. Ich schnapp mir den Bastard. Ja. Okay, ich schnapp mir den Bastard. Wo ist Sam? Er ist okay. Drin. Dann hol das Geld! Glaubst du, was ich mach? Ist jetzt nicht so, dass die Karre schnell ist, Bruder. Falsches Auto, Alter. Oh nein, doch nicht. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh, noch ein Gangster-Auto. Wenn er den vorderen abschießen würde, hätten wir es eigentlich schon geschafft. Ah ja, macht er. Sehr gut. Kann einfach fahren, schießen, alles. Oh nein! Oh! Hat
mein Auto gemacht. Oh nein, das war voll dumm. Da war einfach ein riesiger Stein. Wer konnte das ahnen, dass da ein riesiger Stein ist? Wie wechsle ich denn die Waffe? Gar nicht anscheinend. Ups. Ich bin amazing. Fuki-Nuki, Alter. Das ist nicht cool. Ich mach das nicht mit Absicht. Das ist einfach gut, dass er selber nicht Auto fahren kann da vorne. Wo kommen denn nur die Gegenstände immer her? Ich verstehe das nicht. Ich fahre so gut. Und irgendwas spawnt immer so, dass ich es nicht sehen kann. Das ist alles stabil, außer ich. Da wurde mir der Preis klar, was es bedeutet, dazuzugehören. Ich hätte abhauen sollen. Aber ich wollte nicht zurück in mein altes Leben. Yay, die Gangs von Lost Haven. Intermezzo, Mezzo-Mix aus Inter Mailand. Oh, Hauptsache Spanien. Ja, und so wird aus einer Durchschnittsniete mit Taxi über Nacht ein Mafiaschläger, ja? Einfach Glück. Ich bin ein Stabilo. So hat sich das nicht angefühlt. Ich parke genau auf dieser Straße und mache gerade Pause, als Polly und Sam um die Ecke kommen. Gibt solche Zufälle? Es war als ob etwas über uns war. Ich muss zugeben, das Spiel macht mir wirklich Spaß. Na, wenn sie das nachts besser schlafen lässt, aber schon ein recht glücklicher Zufall. An einem Tag schuftet man sich mit ehrlicher Arbeit noch den Buckelwund in einer Stadt, die auf einem herumtrampelt, seit man von Bord gegangen ist. Und am nächsten platzen einem die Taschen von Salieris dreckigem Geld. Und man ist was Besseres als der Rest. Ja, so war das aber nicht. Damals hatte Salieri die Stadt nicht in der Hand. Wenn Salieri einen Dollar machte, waren es bei Don Morello 10. Ich möchte nochmal an dieser Stelle dran erinnern, die Angie wollte 5 Euro donaten, wenn ich dieses Spiel spiele. Ich habe noch keinen Cent davon gesehen. Damals wirklich die Hosen voll, das stimmt. Schon mal von Joey Crackers gehört? Joey Cracker klingt wie meine Nüsse. Er taucht in der Morello-Akte auf. Ein Boxer, richtig? Ja, genau der. Ja, das ist immer noch gültig, das Angebot. Verfällt ja nicht einfach. Habe gehört, Joey war auf dem Weg zum Boxclub. Oh, in der Blondine. Den Gürtel zu gewinnen. Naja, geht so. Verdammt! Die haben ja wirklich so eine Hupe. Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Oh, weißer Anzug ist immer Danger, oder? Oh, heilige Jungfrau Maria. Don Morello. Ich muss immer aufpassen. Weißer Anzug. Leute, Menschen sind immer gefährlich. Kennst du noch jemanden in diesem Viertel mit einem seltenen Importwagen, Joey? Nein. Und es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein, Sir. Ich hatte nur noch nie einen Unfall. Nun, die Reparatur wird teuer. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Cousin. Was war das, ey? Bringt ihn einfach um, Alter. Nein, das war ein dauerhaft stehendes Angebot. Die glauben aber das haben alle mitbekommen. Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers K.O. ging. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Tja, macht keinen Sinn. Vielleicht wusste der Don, dass Joeys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie damals noch mehr Ärger mit Morellos Männern gehabt? Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles seinen Gang.
Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. Die meisten meiner Angebote haben mit sexuellen Handlungen zu tun. Oder für Busenbilder bin ich auch sehr dankbar. Fair Play. 2 Jahre bin ich schon dabei, Alter. Bin schon voll der alte Sack. Tommy, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja. Polly und Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Ein guter Junge, aber auch ein Tun nicht gut. Kann ich mit Geld umgehen. Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bat um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey... In deinem ersten Leben... War eine gute Investition. Verliert kein Rennen. Du meinst als Stalin? Er hat es von da zu Hot Rods geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr. Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt. Aber Ralph meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, dessen Wagen um Längen schneller als der unseres Mannes ist. Ich glaube, jetzt darf ich Rennen fahren. Wie viel könnten wir verlieren? Sobald ich mich erinnere, muss ich jetzt Rennen fahren. Aber nicht nur Geld. Viele Männer aus dem Viertel bitten mich um finanziellen Rat. Sie haben mir ganzes Geld auf den Jungen gesetzt. Verliert er, wäre das der nächste schwarze Donnerstag. Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Europäer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unauffindbar. Du hast ja auch keine Busen. Weggesperrt. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet. Jeder wird Sabotage vermuten. Und sein Wagen. Ja, eigentlich jedem Video, ja, das ist halt so. Ralph kennt einen Wachmann an der Strecke. Das nennt sich Verzweiflung. Du holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Krieg ich hin. Es wird Probleme geben, das weiß ich jetzt schon, aber krieg ich hin. Kannst du trinken kriegen, wenn du Zeit hast? Kein Problem. Lässt dich dein Papst zum Rennen gehen? Okay, let's go. Wo warst du letzte Nacht? Mit euch unterwegs. Geh ruhig, Tom. Ich kümmere mich um diesen Penner. Paulie, er hat dich heimgefahren. Naja, mein Gott. Was für eine Nacht. Ich guck bloß, weil hier Sachen sind manchmal. Für die Bräute. So Einsammeldinger und so. Sechs. Buonasera, Tommy. Das sind dann 5, 6, zusätzlich zu denen, die bereits hinter Gitter. Ralphie. Hey, Tommy, bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also... Heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist. Natürlich sind's Nudes. Immer. Angezogen bin ich ja nicht schön. Klar, dann ist dann auch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's naja etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann zum Zocken vorbeikommen. Und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um 2 und der nächste Typ ist ein Arsch. Oh, hey. Wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Yeah, ich habe jetzt eine eigene Garage. Kann sogar die Farbe anpassen. Schau mal, Alter. Wow. Hipstergrün. Schwarz. Sogar die Innenraumfarbe. Variante wechseln. Hm? Was ändert der denn da? Verstehe ich nicht. Alter, ich habe ja voll die Autos.
Bestes Ding, Alter. Wieso kann ich denn, wieso habe ich denn solche Wagen? Woher habe ich denn die? Ja, sicher, das Ding fahre ich. Wenn ich sie fahre, werden sie hinzugefügt, verstehe. Alter, der gibt mal Gas. Das sind Cops. Ich muss mal aufpassen, da sind Bullen. Meinst du, dass das der Sugar Daddy Mafiosi war? Ich glaube, das liegt an der Definitiv Edition. Dass du da so Bonusautos bekommen hast. Aber ich weiß es nicht. Dafür, aber jetzt haben wir wenigstens mal ein stattliches Auto. Und mit sowas könnte ich sogar die Chicas in meinem Chat klar machen. Wupp, wupp. Die würden da einsteigen. Man würde sie nicht sehen, weil sie mit dem Kopf unten wären, da wo meine Gangschaltung ist. Nett formuliert, ja, aber jeder weiß, was gemeint ist. Bist du Bobby? Jupp. Dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Ralphys Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Ey, du fährst nicht mein Auto, Mann. Das ist mein Auto, Alter. Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Oh, ich hab Schaden genommen! Entschuldigung. Das war keine Absicht. Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Fängt der Dialog von vorne an. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen habe. Boah, perfekt geparkt. Okay, da wären wir. Faust. Hier ist er. 1929er Carrozzella C-Reihe. Klassenbester. Dass du den ruinieren musst. Bei sowas auf der Straße. Entschuldigung, ich bin einfach weggegangen. Habe ich jetzt dann dein sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur wenn sie dich einholen. Und versuch bitte, ihn ganz zu lassen, ja? Ich muss um 13:30 von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht? Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. Also ich darf keinen Unfall bauen und von den Cops? Ach du Scheiße, schaffe ich nicht. Aha! Ah, Leute, das kann jetzt was werden. Alter! Ah, da schießen ja Flammen raus aus dem Auto. Bloß keinen Cops begehen. Wow, wie er mir ausweicht. Ja, wir auch hoffen, Alter. Ich bin der Boss. Der mit dem teureren Auto. Hoppala. Ja, ein paar Scherben müssen da. Scherben und Kerben müssen schon drin sein. Immerhin fahre ich. Da war ein Cop. Mit dem Aufpassen, wenn der Kopf ist. Die Mucke, Alter. I love it.
Ich glaube, ich bin gleich da. Ich hoffe es zumindest. Ich fahre halt einfach über 100 Sachen. Wie mein Auspuff immer explodiert. Ja, geh weg, halt! Oh, scheiße, ich habe gerade einen Stern bekommen, aber hat funktioniert gut. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Lucas Bertone, Alter. Ich habe den Fettsack angefahren und sofort hat er die Cops gerufen. Hey, ich arbeite schnell. Immer die Petzen, Alter. Ja, manchmal hat man da Zeitlimits beim Fahren, das, damit noch ein bisschen Nervenkitzel dazukommt. Aber die Karre fährt halt einfach mal 140. Das war für damalige Verhältnisse. Okay, er ist fertig. So, jetzt muss ich ihn wieder zurückbringen. Lukas. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Heiße Ware, Fluchtwagen, alles, das Geld stimmt. Alles klar. Ich hoffe, dass Salieris Mann morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Fahr vorsichtig. Was er wohl jetzt verändert hat? Wie der da einfach rausgefahren ist.